Im Jahr 1996 war eine deutsche Familie aus Dresden in den USA im Death Valley National Park unterwegs, als sie plötzlich spurlos verschwanden. Erst 13 Jahre später sollte es eine grauenhafte Antwort auf ihr Verschwinden geben. Es war der Morgen des 21. Oktober 1996, als der Ranger Dave Brenner in einem Militärhubschrauber über den südlichen Teil des Death Valley flog. Death Valley heißt auf Deutsch so viel wie Tal des Todes, denn dieses Tal ist der trockenste Nationalpark in den USA. Die Region gilt als Hitzepol und liegt zu Teilen in Kalifornien und zu Teilen in Nevada. Der Flug sollte eigentlich dazu dienen, illegale Labore in der Gegend zu suchen, jedoch sah Brenner gegen 11 Uhr morgens etwas Komisches. Ein Fahrzeug stand flussabwärts von Willow Springs. Dies war komisch, weil es in der Gegend keine richtigen Straßen gab. Seit 1994 war das Gebiet als offizielles Wildnisgebiet klassifiziert, weshalb Autos dort nicht erlaubt waren. Einige Einheimische nutzten zwar trotzdem weiterhin ihr Auto in der Gegend, jedoch war es in diesem Moment ein sehr merkwürdiger Anblick. Was ebenfalls komisch war, war, dass es ein normaler PKW war. Viele Anwohner nutzten ihren Vierradantrieb, da man mit einem normalen PKW nicht wirklich weit kommen würde in der Gegend. Wie kam also dieses Auto an diese Stelle? Brenner landete in der Nähe, um sich das Auto genauer anzusehen. Es handelte sich um einen grünen Plymouth Voyager aus dem Jahr 1996 mit einem Nummernschild aus Kalifornien. Auf dem Auto selbst lag eine Menge Staub, als hätte es schon einige Zeit dort gestanden. Drei der Reifen waren platt und es schien so, als würde das Auto im Boden feststecken. Bremsspuren zeigten außerdem, dass das Fahrzeug mindestens 200 Meter gefahren war, nachdem die Reifen bereits platt waren. Der Besitzer des Fahrzeugs war nirgends zu sehen und die Türen waren verschlossen. Brenner schrieb sich das Kennzeichen auf, um es zu melden. Dabei fand er heraus, dass das Fahrzeug seit dem 10. September 1996 als gestohlen gemeldet war. Das Auto gehörte der Firma Rent-A-Car, die Fahrzeuge vermietete. Die letzten Mieter des Fahrzeugs war eine deutsche Familie, die es am 8. Juli 1996 gemietet hatte. Es sollte am 26. Juli eigentlich zurückgebracht werden, jedoch kam die Familie nie mit dem Fahrzeug zurück. Als Brenner dann überprüfte, wer diese Familie war, wurde alles noch viel mysteriöser. Die Familie, bestehend aus dem 34-jährigen Egbert Rimkus, seinem 11-jährigen Sohn Georg Weber, Egberts fester Freundin, der 28-jährigen Cornelia Meyer und ihr 4-jähriger Sohn Max Meyer, wurden nämlich am 14. August von Interpol als vermisst gemeldet. Die Familie war ursprünglich aus Dresden, nahm einen Flieger von Frankfurt und landete am 8. Juli 1996 in Seattle. Von dort flogen sie weiter nach Los Angeles, wo sie den Mietwagen abholten. Egbert hatte seinen Führerschein zu Hause vergessen, weshalb Cornelia als Fahrerin des Fahrzeugs eingetragen wurde. Ein Rückflug hatte die Familie für den 27. Juli gebucht. Diesen Flieger boardete die Familie aber nie und es gab bis dato keine weiteren Beweise dafür, dass die Familie die USA wieder verlassen hatte. Die erste Woche verbrachte die Familie in der Gegend von San Clemente, wo sie ganz normale Urlaubsaktivitäten machten. Am 12. Juli rief Egbert bei seiner Bank an und bat darum, $1,500 zu einer Bank in San Clemente zu schicken. Danach bereisten sie die Küste ein wenig und übernachteten im Treasure Island Hotel in Las Vegas. Am 21. Juli faxte Egbert eine Anfrage aus dem Hotel an seine Ex-Frau, die auch die Mutter seines Kindes war, dass er zusätzliches Geld benötigte. Das Geld wurde nie überwiesen. Am 22. Juli checkte die Familie aus und reiste weiter ins Death Valley. Viele Informationen über diese Reise durch Kalifornien basieren auf gefundenen Fotos der Familie. Es gibt immer wieder Lücken, die bis heute nicht geklärt werden konnten. Aus dem Kassenbuch des Furnace Creek Visitor Centers geht hervor, dass am 22. Juli 1996 zwei Exemplare der Broschüre Death Valley National Monument Museum Text in deutscher Sprache verkauft wurden. Ein Exemplar davon wurde später im Auto gefunden, welches Brenner immer noch vor ein riesiges Rätsel stellte.
Einen Tag nach dem Fund des Autos wurde der Ermittler Eric Inman gegen 10 Uhr morgens am Fundort abgesetzt. Er fotografierte die Gegend und fand dabei heraus, dass es keinerlei Fußspuren in der Nähe gab. In der Nähe des Autos fand man leere Plastikverpackungen von Essen und Löcher voller Toilettenpapier und menschlichen Ausscheidungen. Die Sheriffs der Gegend, Jim Jones und Leon Boyer, fuhren später auch zum Fundort. Gemeinsam brachen sie die Tür des Fahrzeugs auf. Als erstes fiel ihnen auf, dass die Familie eine Flagge einer Hütte aus der Nähe mitgenommen hatte. Die sogenannte Butte Valley Stone Cabin hatte einen Lebensmittel- und Wasservorrat. Das Fahrzeug wurde am 12. Oktober aus der Gegend entfernt und zu einem Abschleppgelände gebracht. Währenddessen wurden Gästebücher der Gegend überprüft. Dabei fanden die Ermittler heraus, dass die Familie am 23. Juli in der Warm Spring Mine in der Nähe waren. Dort schrieben sie in das Gästebuch auf Deutsch: Wir überqueren den Pass. Conny, Eckbert, Georg, Max. Man ging davon aus, dass die Familie den Mängelpass in der Gegend meinte. Der Mängelpass galt aber als äußerst schwierige Strecke, die nur von gut ausgestatteten Geländewagen mit einem erfahrenen Fahrer überquert werden sollte. Für das Mietfahrzeug wäre der Weg unmöglich gewesen. Am 23. Oktober wurde dann endlich die erste Suche nach der Familie gestartet. Geleitet wurde sie von der China Lake Mountain Rescue Group. Dabei hatten sie Unterstützung von 9 Spürhunden und 8 Pferden. An diesem Tag wurde eine leere Bierflasche knapp 2 Kilometer entfernt gefunden. Es war eine identische Flasche zu der, die man im Auto gefunden hatte. Neben der Flasche fand man einen Ort, an dem eine Person gesessen haben muss und sich vor der Sonne geschützt hat. Dieser Hinweis sollte der erste, aber auch der letzte sein, den man während dieser Suche fand. Am zweiten Tag der Suche wurde das Suchgebiet vergrößert und mehr Menschen schlossen sich der Suche an, sowie 2 Hubschrauber. Am dritten Tag dehnte man das Gebiet erneut weiter aus. Der vierte Tag sollte dann der letzte der Suche sein. Da man am Abend immer noch keinerlei Hinweise bis auf eine Bierflasche hatte, wurde die Suche abgebrochen. Auch der starke Wind machte den Helikoptern Probleme, weshalb diese Probleme hatten, die Gegend überhaupt zu untersuchen. Bis dahin hatte die Suche bereits $80.000 gekostet. Die Suchteams galten als die besten für diese Gegend im ganzen Land und über 250 Personen waren beteiligt. Obwohl man vorher eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit vorausgesagt hatte, kam es zu keinem positiven Ergebnis. In den Jahren nach 1996 wurden immer wieder neue Suchen in der Gegend durchgeführt, teilweise von privaten Gruppen und ohne staatliche Unterstützung. Es wurden Minenschächte und andere Verstecke untersucht. Durch die Fotos aus einer Kamera, die ebenfalls im Auto gefunden wurde, konnte man so stückweise zusammensetzen, wo die Familie vor ihrem Verschwinden war. Was ebenfalls schwierig für die Ermittler war und wahrscheinlich auch für die deutsche Familie, waren die Temperaturen in der Gegend. Am Wochenende des Verschwindens waren es tagsüber über 50 Grad Celsius und nachts immer noch 36 Grad. Durch die Höhenunterschiede im Death Valley ist es aber schwer zu sagen, welchen Temperaturen die Familie ausgesetzt war. An niedrig gelegenen Orten, wie dem, an dem das Auto gefunden wurde, waren es zum Beispiel nur 42 Grad. Nach all dem wurde der Fall aber kalt. 13 Jahre sollten vergehen, bis es einen neuen Hinweis geben sollte. Die meisten Infos für dieses Video bisher habe ich aus den Einträgen von Tom Mahut entnommen. Tom Mahut schreibt nämlich auf seinem Blog Other Hand über allerlei Abenteuer, die er so erlebt. Er arbeitet als Ingenieur in Kalifornien und stieß im Jahr 2008 auf den Fall der vermissten Deutschen. Er las ein wenig über den Fall und beschloss, dass er ein Training absolvieren wollte, wie man Spuren liest und vermisste Personen sucht. Während dieses Trainings fragte er nach den vermissten Deutschen, da die Organisation damals bei der Suche dabei war. Sein Trainer verwies ihn auf eine Frau namens Debbie Breitenstein, die damals bei der ersten Suche dabei war. Mit ihr hatte er dann auch ein sehr langes Gespräch über den Fall, bei dem er neue Informationen erhielt, die zuvor nicht öffentlich zugänglich waren. Debbie hatte immer noch die meisten originalen Dokumente in ihrem Besitz. Dabei fand er heraus, dass bis auf die Informationen, die ich bereits in Kapitel 1 und 2 dieses Videos vorgestellt hatte, es keine weiteren Infos über den Fall gab.
Er bekam außerdem noch die Namen von zwei Ermittlern, die damals beteiligt waren, Emmett Harder und Dick Hasselman. Per E-Mail schrieb er dann Hasselman an und bat ihn um seine Dokumentation zu dem Fall. Dabei fand er heraus, dass in der Nähe ein Schlafsack gefunden wurde und aus dem Auto der Familie einer fehlte. Ob diese beiden zusammengehörten? Eine Antwort wird es wohl nicht mehr geben, denn der Schlafsack wurde danach in den Müll geworfen. Durch weitere Gespräche mit Harder, Hasselman und Breitenstein bekam er dann Logbücher über die Suche, wodurch er auf seine eigene Karte genau nachvollziehen konnte, welche Gebiete gut durchsucht wurden. Dabei bemerkte er, dass alle Gegenden, in denen die Deutschen sein sollten, extrem gut durchsucht wurden, was den Fall noch mysteriöser machte, denn entweder waren sie spurlos verschwunden oder sie waren an einem Ort, an dem es keiner von ihnen erwartete. Natürlich gab es zu diesem Zeitpunkt auch extrem viele Theorien im Internet, was mit der deutschen Familie passiert war. Eine Theorie war zum Beispiel, dass sie alles gefaked hatten, um nach Costa Rica abzuhauen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens gab es nämlich einen Streit über das Sorgerecht zwischen Eckbert und seiner Ex-Frau. Auf Arbeit hätte Eckbert auch immer davon gesprochen, nach Costa Rica zu ziehen. Eine weitere Theorie war, dass die Familie etwas in der Wüste gesehen hatte, was sie nicht sehen sollten. Genauer gesagt ein Geheimexperiment der US-Regierung, weshalb sie entweder gefangen genommen oder beseitigt wurden. Die dritte Theorie war, dass die Familie Opfer von einem Verbrechen wurde. Ex-Mitglieder der Manson-Familie hatten in der Nähe gelebt und sie hätten sie angreifen können. Die IC-Karten der Familien waren immer noch im Auto, als man es fand. Keine der Karten wurde seit dem Verschwinden jemals wiederverwendet. Auch die leere Bierflasche in der Nähe war in keiner der Theorien vorhanden. Oder der Fakt, wieso Kriminelle bei 50 Grad in der Wüste herumlaufen sollten. Natürlich gab es auch hier die typischen Theorien wie eine Alien-Entführung oder Monster, aber dafür Beweise zu finden wäre äußerst schwierig. Tom Mahut beschloss nach seiner Recherche also, dass er genug Informationen gesammelt hatte und machte sich selbst auf den Weg, um den Spuren der Familie nachzugehen. Er verbrachte den ganzen Tag allein in der Gegend und kam dabei zu einer Theorie, von der er so überzeugt war, dass er noch am selben Tag eine E-Mail rausschickte. Ich werde euch diese E-Mail mit seiner Theorie jetzt komplett vorlesen. Ich glaube, dass es manchmal Situationen gibt, in denen Menschen in große Gefahr geraten können, ohne dass sie grobe Fehlentscheidungen treffen. Zum Glück kommt es nicht häufig vor, aber ich denke, es kommt vor. Im Fall der Deutschen handelt es sich um eine Reihe von ehrlichen Fehlern, die ich selbst hätte machen können und die mich in eine ähnliche Situation gebracht hätten. Aber es gibt eine Information, die ich und viele, die das hier lesen haben, die Eckbert nicht hatte. Und diese Information hätte wahrscheinlich das Ergebnis verändert. Es gibt einige, die sagen, dass jede Fahrt ins Hinterland des Death Valley mit einem normalen Straßenfahrzeug im Sommer von vornherein unsinnig ist. Darüber lässt sich streiten. Aber es ist bekannt, dass der Sommer im Death Valley eine starke Anziehungskraft auf viele europäische Besucher, vor allem Deutsche, ausübt und jedes Jahr finden viele Ausflüge ins Hinterland ohne Zwischenfälle statt. Für die Zwecke dieser Diskussion möchte ich die allgemeine Angemessenheit von Sommerreisen ins Death Valley beiseite lassen und mich auf spezifische Aktionen konzentrieren. Es gibt einige wichtige Parameter, die man im Kopf behalten sollte. Erstens sollte ihr Mietauto am 26. Juli in Los Angeles zurückgegeben werden und sie wollten am nächsten Tag, dem 27. Juli, nach Deutschland zurückkehren. Zweitens waren sie möglicherweise knapp bei Kasse. Aus den offiziellen Berichten geht hervor, dass Eckbert zu Beginn der Reise, das heißt in St. Clemente, Schwierigkeiten hatte, sich Geld überweisen zu lassen. Er bat seine Ex-Frau um zusätzliches Geld, das ihm nach Las Vegas geschickt werden sollte. Dies geschah nicht, so dass Geld vielleicht ein Problem war, als sie planten, über das Death Valley nach Yosemite zu fahren. Als sie am 22. im Visitor Center ankamen, suchten sie vielleicht nach einer Route, auf der sie interessante Dinge im Death Valley sehen konnten, mit dem Endziel Yosemite. Aber warum sollten sie die West Side Road hinunterfahren und nicht die Hauptattraktion des Death Valleys sehen? Die Deutschen wussten offensichtlich, dass sie bei Temperaturen von bis zu 124 Grad Fahrenheit im Talboden nicht im Haupttal campen konnten und dass sie aus Geldmangel kein Zimmer in Furnace Creek hätten mieten können.
Aber das Zelten bei heißem Wetter könnte erträglich sein, wenn sie einen Seitencanyon hinaufgingen, um ihr Lager weiter oben und weg vom Talboden aufzuschlagen, wo das Zelten nicht erlaubt ist. Vielleicht erkundigten sie sich im Besucherzentrum am 22. über das Zelten. Für das Zelten in einem Seitencanyon spricht Emmett Harders Bemerkung, dass er in der von ihnen entwickelten Fotorolle einen Sonnenuntergangsaufnahme aus dem Canyon erkannt hatte. Auch im Oberlauf dieses Canyons gibt es Wasser. Beachten Sie, dass es auf der Ostseite des Tals keine Campingmöglichkeiten gibt, auf der Westseite jedoch mehrere. Dies könnte die Wahl der Westside Road erklären. Die Karten, die ihnen zur Verfügung standen, zeigten eine Route nach Westen, über das Butte Valley und den Mängelpass, vorbei an der berüchtigten Barker Ranch, Charles Mansons alten Aufenthaltsort, dann nach Norden zur Geisterstadt Ballarat und weiter nach Yosemite. Möglicherweise eine unterhaltsame Route für die Deutschen, wenn sie die Geschichte dieser Orte kannten. Ihre mangelnde Vertrautheit mit den Straßenverhältnissen in der Wüste war in dem Gesamtplan offensichtlich, aber verständlich. Sie hatten keine wirkliche Vorstellung davon, wie zerklüftet Strecken wie diese tatsächlich sein konnten, aber es gab wahrscheinlich eine begründete Vorsicht ihrerseits. Auf der Planungsebene machte es Sinn. An dieser Stelle haben wir also die Deutschen, die in der Nacht des 22. Juli den Hanapaw Canyon hinauffuhren. Sie haben eine beträchtliche Anzahl von unbefestigten Straßenkilometern auf der Westside Road erfolgreich bewältigt, was ihre Wachsamkeit im Hinblick auf mögliche Gefahren verringert haben könnte. Außerdem schafften sie es mit ihrem Fahrzeug den Canyon hinauf, was ihre Zuversicht hinsichtlich des Reisens im Hinterland weiter gestärkt haben dürfte. Und sie hatten noch 3 Nächte vor sich, bevor sie wieder in Los Angeles sein mussten. Gerade genug Zeit für eine kurze Fahrt durch den Yosemite, den sie vielleicht schon in der nächsten Nacht am 23. erreichen könnten. Wahrscheinlich verließen sie am frühen Morgen des 23. den Canyon, um der Hitze zu entgehen, und fuhren weiter nach Süden zur Warm Spring Road und bogen nach Westen ab. Sie hätten an diesem Punkt eine sehr gute unbefestigte Straße vorgefunden, was ihren Gesamtplan bestätigte. Als sie das Warm Spring Camp erreichten, hielten sie wahrscheinlich an, weil sie dachten, dass es sich um eine aktive Siedlung handelte. Und um sich nach den Straßenverhältnissen weiter westlich zu erkundigen, was eine vernünftige Vorgehensweise gewesen wäre. Stattdessen fanden sie das Warm Spring Camp verlassen vor, das eigentlich zum Death Valley Nationalpark gehörte, und trugen sich in das Register ein, um anzugeben, dass sie über den Pass fahren wollten. Damit wäre der Mängelpass gemeint gewesen. Dies lässt auch auf eine gewisse Vorsicht und Voraussicht schließen, da sie eine Aufzeichnung hinterließen, falls etwas passieren sollte. Auch dies sind vernünftige Maßnahmen. Als sie weiter nach Westen in Richtung Butte Valley fuhren, stießen sie auf die ersten Abschnitte einer wirklich fragwürdigen Straße. Diese Abschnitte wären recht anspruchsvoll gewesen, waren aber nicht allzu lang. Wäre Egbert geschickt genug gewesen, um sie zu bewältigen, hätte er sich vielleicht wieder beruhigt, als er die relativ harmlosen Straßenabschnitte im Butte Valley erreichten. Aber inzwischen hätten sie viel Zeit investiert, um dorthin zu gelangen, und der Druck, weiter nach Westen zu fahren, wäre gestiegen. Als sie auf die Stone Cabin stießen, sah sie wieder aus wie das Zuhause von jemandem. Es wäre vernünftig gewesen, anzuhalten und einen weiteren Versuch zu unternehmen, sich nach den Straßenverhältnissen zu erkundigen. Aber als sie das taten, fanden sie heraus, dass die Hütte leer stand und Teil des Parks war. Also fuhren sie mit der gestohlenen Flagge im Van weiter. Als sie sich dem Mängelpass näherten, wurde deutlich, dass ihr Fahrzeug nicht in der Lage war, weiterzufahren. Wahrscheinlich wurde die Route zu Fuß ausgekundschaftet, aber es war offensichtlich, dass sie umkehren mussten. Jetzt gab es nämlich ein Problem. Zu diesem Zeitpunkt war es wahrscheinlich schon später Nachmittag. Über die Warm Spring Road hätten sie mindestens 2 Stunden gebraucht, um zur asphaltierten Straße im Tal zurückzukehren, und diese führte in die entgegengesetzte Richtung, in die sie gehen wollten. Die Zeit lief gegen sie, wenn sie den Yosemite sehen und am 26. in LA sein wollten. Außerdem wussten sie bereits, wie schlecht Teile der Straße zwischen Butte Valley und Warm Spring waren, und sie konnten sich nicht darauf freuen, diese Abschnitte erneut zu befahren. In ihrer Broschüre wurde jedoch eine falsche Alternative, eine angeblich kürzere Route zurück ins Tal in Form einer Straße durch den Anvil Canyon, angeboten. Schließlich konnten sie jederzeit umkehren, wenn es zu schlimm wurde, und stattdessen die Warm Spring Road benutzen, nicht wahr? Jetzt ist es also später Nachmittag am 23. und die Deutschen kehren zur Kreuzung an der Stone Cabin zurück und biegen rechts in die Anvil Canyon Road ein.
Diese Kreuzung ist so offensichtlich, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass sie sich verfahren haben und versehentlich in den Anvil Canyon abgebogen sind. Der Striped Butte ist ein massives Wahrzeichen und ein Wegweiser, der den Weg in und aus dem Butte Valley weist. Das Abbiegen auf die Anvil Canyon Road war wahrscheinlich wohl überlegt und durchdacht. Und die ersten anderthalb Meilen bis zur Mündung des Canyons sind recht gut, was ihre Entscheidung bestätigt und vielleicht ihre Wachsamkeit mildert. Und auch die Abschnitte nach der Mündung des Anvil Canyons sind vernünftig. Für eine Weile. Aber dann hätte Egbert schnell gemerkt, dass er mehr im Dreck als auf einer Straße fährt. Und was macht man, wenn man es gewohnt ist, ein Fahrzeug mit Hinterantrieb zu fahren, obwohl der Van einen Vorderantrieb hatte und man auf eine sandige Stelle stößt? Man hält seine Geschwindigkeit um jeden Preis aufrecht. Die Notwendigkeit, schnell voranzukommen und der Wunsch, so schnell wie möglich zum Hauptcanyon zurückzukehren, trugen wahrscheinlich dazu bei, dass sie für die Verhältnisse viel zu schnell fuhren, vor allem wenn man bedenkt, dass ihr Fahrzeug sehr niedrig war. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Felsen die Hinterreifen zerstörten. Da der Van jedoch über einen Vorderradantrieb verfügte, wurden sie zwar gebremst, konnten aber weiterfahren. Die meisten Menschen, die schon mal in einer so unangenehmen Situation waren, wissen, dass es schwierig oder unmöglich ist, wieder anzufangen, wenn man aufhört. Was immer sie also tun, bleiben sie nicht stehen. Nach über 3 Kilometern erfolgreicher, aber zweifellos beängstigender Fahrt, schätzten die Deutschen eine Straßenentgabelung falsch ein und fuhren nach rechts, obwohl die Straße in Wirklichkeit nach links abbog, was ihr Schicksal besiegelte. Offenbar erkannten sie dies und versuchten wieder nach links abzubiegen, um auf die Hauptstraße oder das, was als solche durchging, zu gelangen und blieben in dem sandigen, kiesigen Gebiet dazwischen stecken. In Anbetracht der Beschaffenheit des Weges hätte ihnen ein kompaktes Ersatzrad nicht viel gebracht, zumal sie noch 2 weitere platte Reifen hatten. An diesem Punkt befanden sie sich in einer Überlebenssituation, was sie vielleicht nicht ganz begriffen haben. Die Temperatur an diesem Tag in der Talsohle hat einen Höchststand von 51 Grad Celsius oder 124 Grad Fahrenheit erreicht. Zur späteren Tageszeit lag sie dann bei etwa 40 Grad Celsius bzw. 104 Grad Fahrenheit. Heiß, aber nicht unbedingt tödlich. Ihre größte Sorge dürfte gewesen sein, dass ihnen plötzlich klar wurde, dass sie ihren Van in ein paar Tagen wieder in LA haben und ihren Flug erreichen mussten. Offensichtlich mussten sie jemanden finden, der ihnen bei der Bergung des Fahrzeugs half. Die Spuren am Fundort deuteten darauf hin, dass jemand, wahrscheinlich Egbert, 1,7 Meilen in östlicher Richtung den Anvil Canyon hinunterging und unter einem Busch ein Bier trank, während er auf dem Boden saß. Die Größe der Hinternabdrücke lässt darauf schließen, dass es sich um eine große Person und somit um Egbert handelte. Der Standort der Flasche und der Abdrücke auf der östlichen Seite des Busches deuteten darauf hin, dass dieser am späten Nachmittag Schatten spendete. Von diesem Standort aus kann man in der östlichen Richtung den Canyon hinunter bis zur Mündung des Anvil Canyons und bis zur Ostseite des Hauptteils sehen, wo sich die asphaltierte Badwater Road befindet. Dies ist auch ein guter Ort, um einen Plan zu schmieden. Die Deutschen waren an einem Ort gestrandet, an dem sie Hilfe anderer brauchten, um ihr Fahrzeug zu befreien und so den Rückflug antreten zu können. Wo konnten sie angesichts der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen diese am besten finden? Wahrscheinlich hatten sie den ganzen Tag über keine anderen Menschen gesehen, sodass sie auf ihrem Weg kaum Hoffnung auf andere hatten. Als sie ihre Karten untersuchten, stellte sich aber heraus, dass Ballarat viele Meilen entfernt war und es dort keine Dienstleistungen gab. Furnace Creek, mit allem was sie brauchten, lag weit im Norden, außerhalb ihrer Reichweite. Selbst die asphaltierte Badwater Road auf der Ostseite des Tals war nur sporadisch befahren und lag in einer Zone mit tödlicher Hitze. Aber es gab noch eine andere Möglichkeit. Denken Sie daran, dass die Deutschen neu im Südwesten der Wüste waren und mit Dingen nicht vertraut waren, die für einige von uns selbstverständlich sind, sodass wir sie gar nicht bemerken. Die Deutschen hatten wahrscheinlich viele Militäranlagen in Europa gesehen und sie hatten gewisse Gemeinsamkeiten. Sie hatten Zäune, die regelmäßig von bewaffnetem Personal patrouilliert wurden. Aus Egberts Perspektive und seinem Wissensschatz wäre die Wahrscheinlichkeit von Patrouillen oder Wachposten am Rande einer Militäranlage ziemlich hoch für ihn gewesen. Wenn Egbert sich die Karte angesehen hätte, dann hätte er die nördliche Grenze des China Lakes Naval Weapons Centers nur 9 Meilen südlich von sich gesehen.
Das war ungefähr die gleiche Entfernung, die er von seinem Rastplatz aus bis zur Mündung des Anvil Canyons sehen konnte, die nicht so weit entfernt zu sein scheint und nur die Hälfte davon bis zur Badwater Road. Ebenfalls vom gleichen Rastplatz aus zeigte ein Blick nach Süden, was eine einfache begehbare Route nach Süden zu sein scheint, die über einen niedrigen Pass in den Bergen führt. Es wäre leicht vorstellbar, dass er die Hügel, die er im Süden sah, überquert und nur wenige Kilometer weiter die Sicherheit einer Militäranlage sieht. Und anstatt in die tödliche Hitze hinabzusteigen, hätten sie bei geringeren Temperaturen oben bleiben können. Dies schien eine kluge und vernünftige Idee zu sein. Wer die Militäranlagen in der USA in der Wüste gesehen hatte, weiß aber, dass dort nur selten Zäune und noch weniger Patrouillen sind. Die Sicherheit wird eher durch die Weite als durch die Zäune gewährleistet. Aber jemand aus Deutschland würde das nicht wissen. Das ist es, was wir wissen, was Egbert nicht wusste. Nachdem er seinen Plan am Flaschenbusch ausgeheckt hatte, ging Egbert zurück zum Wagen. Die Gruppe verbrachte dann wahrscheinlich die Nacht im Van und schloss dann früh am Morgen das Fahrzeug ab und lief nach Osten in Anvil Canyon hinunter bis kurz hinter den Flaschenbusch und wandte sich dann in der Hoffnung auf Rettung nach Süden in Richtung der China Lake NWC Grenze. Von der Stone Cabin aus hätten sie die Anvil Spring gesehen und gewusst, dass nur 4 Meilen hinter ihnen Wasser und Schutz war. Sie entschieden sich jedoch, dies nicht in Anspruch zu nehmen, da sie nicht in einer Überlebenssituation waren, aufgrund ihrer Reisepläne unter Zeitdruck standen und zuversichtlich waren, dass sie auf Soldaten treffen würden, die ihnen in ihrer Notlage helfen könnten. Die Steinhütte bot ihnen zwar Wasser und Schutz, aber keine Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen, und sie durften ihren Flug nicht verpassen. Es gibt ein berühmtes Sprichwort von Sherlock Holmes: Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, wie unwahrscheinlich es auch sein mag, die Wahrheit sein. Mit anderen Worten, zu diesem Zeitpunkt war die Wahrscheinlichkeit, dass die Deutschen im Anvil Canyon, zwischen Anvil Canyon und Warm Spring oder im Haupttal gefunden werden, angesichts der bereits durchgeführten fachmännischen Suche sehr gering. Die unausweichliche Schlussfolgerung ist daher, dass sie sich irgendwo befinden müssen, wo noch nicht gesucht wurde. Und das wäre der Süden. Welche Route oder Routen könnten sie genutzt haben? Aufgrund der topografischen Gegebenheiten gibt es östlich vom Squaw Spring eigentlich nur 3 Nord-Süd-Routen, die unterschiedlich naheliegend sind. Wenn man den Anvil Canyon in Richtung Osten hinunterfährt, verläuft die ausgeprägteste Route fast gegenüber des Flaschenbusches. Das heißt nicht, dass sie nicht auch direkt vom Van aus nach Süden hätten gehen können, aber die Bergkette unmittelbar südlich davon wirkt sehr einschüchternd. Außerdem hätte Egbert den scheinbaren Pass jenseits von Squaw Spring bereits gesehen. Etwa 2 Meilen südlich von Squaw Spring erreicht man den Rand eines Hochtals. Dieses Tal ist ein Rechteck von etwa 1,5 Meilen in Nord-Süd-Richtung und etwa 2 Meilen in Ost-West-Richtung. Am südlichen Rand befindet sich eine Hügelkette, bevor es in einen weiten Blick über das Wingate Wash-Gebiet und in das China Lake NWC abfällt, wo es wenig zu sehen gibt. Diese Hügelkette bietet den ersten klaren Blick auf das, was vor uns liegt. Als die Gruppe diesen oberen Schwemmfächer erreicht und nicht sofort eine Militäreinrichtung sieht, erkannten sie wahrscheinlich ihren Irrtum. Egbert könnte Conny und die Kinder an einem geschützten Ort zurückgelassen haben und sich auf die Suche nach Hilfe begeben haben, ohne je zurückzukehren. Dieses Szenario legt nahe, den Schlafsack, der gefunden wurde, und die deutschen Feldflaschen, die angeblich zwischen Needle Peak und Sugarloaf gefunden wurden, noch einmal zu überdenken. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass dieser Vorfall das Ergebnis einer Reihe von ehrlichen Fehlern oder geringfügigen Fehleinschätzungen gewesen sein könnte. Außerdem war Egbert ein schlaues Kerlchen und die Aussicht auf Rettung durch eine militärische Einrichtung könnte ihm durchaus in den Sinn gekommen sein und sie alle in eine auswegslose Situation gebracht haben. Wir wussten, wo sie nicht waren. Sie müssen irgendwo sein, wo noch nicht durchsucht wurde. Bis jetzt gab es keinen zwingenden Grund, warum sie nach Süden gehen sollten. Es sieht so aus, als wäre es an der Zeit, sich diese Richtung einmal genauer anzusehen. Wir kennen nun also die Theorie von Tom, der sich mit dem Fall sehr intensiv beschäftigt hat. Er bekam für seine E-Mail nur wenig Feedback. Die meisten hatten wohl aufgehört, 13 Jahre nach dem Verschwinden noch über Theorien nachzudenken. Doch Tom reichte das nicht,
weshalb er eine E-Mail an alle damaligen Sucher schrieb und sie fragte, ob sie mit ihm eine neue Suche starten wollen würden. Er bekam keine einzige Zusage. Er überredete also einen seiner Kollegen, Les Walker, mit einem Wasservorrat die Gegend im Süden zu untersuchen, die in den 90er Jahren nicht untersucht wurde. Am 11. November 2009 machten die beiden sich also auf den Weg in das Death Valley. Schnell merkten sie, dass die Expedition deutlich zeitintensiver sein wird als gedacht, weshalb sie am Abend ihre Zelte aufbauten und sich vornahmen, am 12. weiterzusuchen. Am 12. machten sie sich dann um 7 Uhr morgens auf den Weg. Ihre Ausrüstung ließen sie in ihrem neuen Camp zurück, um mobiler zu sein. Um 8.34 Uhr morgens fand Les dann eine alte Weinflasche in der Gegend. Tom hatte sofort die Hoffnung, dass es eine Weinflasche der Deutschen sein könnte, da in dieser Gegend, in der sie aktuell waren, es so abgelegen war, dass dort nie jemand hinkommen würde, um Wein zu trinken. Wenig später meldete sich Les erneut über das Funkgerät und erzählte, dass er die Rückstände einer alten Zeitung auf Deutsch gefunden hatte. Tom kletterte weiter die Berge hinauf, um die Gegend besser sehen zu können, als plötzlich ein Funkspruch einging. Tom, ich glaube, ich habe Knochen gefunden. Als Tom dort ankam, sah er überall Knochen verstreut und einen alten Geldbeutel. Im Geldbeutel war der Personalausweis von Cornelia Meyer. In einem Umkreis von 150 Meter fanden sie außerdem noch eine Zahnbürste, eine sehr alte Tube Zahnpasta, einen Schuh, der entweder einer kleinen Person oder dem Kind gehörte, eine leere Flasche des Bieres, welches im Jahr 1996 im Auto gefunden wurde, und den Terminkalender von Cornelia. Nach einiger Zeit wurde Les und Tom aber etwas klar. Sie sahen nur die Überreste einer Person, wahrscheinlich Cornelia. Wo war Egbert und die beiden Kinder? Was erstaunlich war, dass die Gruppe es im Juli 1996 geschafft hatte, bei extremen Temperaturen in Straßenschuhen über 10 Kilometer durch die Hitze zu laufen. Die Antworten waren wohl so nah am Suchgebiet, doch diese warfen immer mehr Fragen auf. Sie beschlossen sofort umzukehren, um den Fund zu melden. Als Beweis nahmen sie den Ausweis von Cornelia mit. 7 Stunden später, nach einem langen Fußmarsch und einer kurzen Autofahrt, kamen sie dann im Begrüßungszentrum des Nationalparks an. Sofort brach das Chaos aus. Polizisten aus der Gegend kamen und machten Fotos. Es wurden extrem viele Telefonate geführt und die Leute schienen sehr aufgeregt darüber zu sein, dass nach 13 Jahren der erste Hinweis gefunden wurde. Les und Tom sollten über Nacht bleiben und sich am nächsten Morgen um 8 Uhr bei den Rangern melden. Gemeinsam flogen sie dann zu dem Gebiet, in dem sie die Überreste gefunden hatten. Dort unterhielten sich Tom und Les mit einem FBI-Agenten, der einige Fragen stellte. Danach kamen immer mehr Polizisten und Ermittler zum Ort und Tom wurde zurückgeflogen. In den darauffolgenden Monaten gab es noch viele weitere Expeditionen in die Gegend. Bei einigen war auch Tom dabei. Man fand schließlich heraus, dass es sich bei den gefundenen Überresten um die von 2 Erwachsenen handeln müsste. In der Nähe fand man außerdem einen kleinen Knochen und einen Kinderschuh, die auf DNA überprüft werden sollten. Die Ergebnisse dieser Probe wurden bis heute nicht öffentlich gemacht. Durch eine andere DNA-Probe konnte zumindest eine der Überreste als die von Egbert festgestellt werden. Der Sheriff, der schließlich für den Fall verantwortlich war, verhielt sich auch äußerst merkwürdig gegenüber Tom und Tom hatte das Gefühl, dass ihm etwas verschwiegen wurde. Aber das sind alle Fakten, die wir zum Verschwinden der Death Valley Deutschen haben. Eine Familie, die wohl eine Abkürzung nehmen wollte, um schneller noch alle Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, bevor sie nach Deutschland zurückkehren mussten. Eine Abkürzung, die keine war und eine Fehleinschätzung, die sie schließlich umbrachte. Ich empfehle euch allen, den Bericht von Tom zu lesen, den ich euch in der Beschreibung verlinkt habe, wenn ihr noch tiefer in die Materie einsteigen wollt. Viele Fragen bleiben aber weiterhin offen. Was führte schließlich zum Ableben der Familie? Was ist mit den Proben der Kinder? Wieso verhält sich die Polizei in dieser Gegend so komisch? Man geht heute von einem Hitzschlag aus. Was wirklich mit der Familie aber passierte, konnte nicht genau gesagt werden und bleibt wohl für immer ein Mystery of History. Was ist eure Theorie?
Wassermangel, Hitzschlag oder doch etwas ganz anderes? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und lasst auch gerne ein Abo auf dem Kanal da, da jede Woche jetzt wieder ein Video erscheinen wird. Bis dahin, gute Nacht.